Willkommen zurück bei Rogue Legacy und in der letzten Folge haben wir den ersten Boss gelegt. Ja, ein kleiner Fortschritt. Und nun stehen wir wieder vom nächsten Erben. Ich würde sagen, ich nehme jetzt mal den Miner oder die Minerin hier, um das Gold, was wir beim letzten Run verschwendet haben, weil wir ja den Architekten benutzt haben, wieder reinzuholen. So, vielleicht kann ich sie sogar, ja, ich kann sie zum Spelunker upgraden. So, das hat einen sehr schönen Vorteil, den ich euch gleich zeigen werde. Und ansonsten können wir hier leider nichts machen, deswegen geht es mal jetzt zum Schmied. Gucken mal, ob der uns noch was verkaufen könnte. Ein Blutschwert nicht unbedingt. Wir könnten auf die Blutrüstung wechseln, aber nee, zu wenig Leben dann. Ah, wir könnten uns hier jetzt mal Bracers kaufen, also was für die Schultern oder für Handschuhe. Nee, das sind sogar Handschuhe und Schuhe, glaube ich. Und ansonsten, ja. Jetzt können wir das Blutcape erst recht nicht tragen. Hä, Moment mal. Dich mal wieder ablegen und jetzt das Blutcape anlegen. Genau. Das wollte ich doch. Jetzt kriegen wir nämlich etwas mehr durchs Vampirismus. So, wieder Sharon Geld geben. Und nun machen wir ganze 40 Gold pro Münze. Und wir sehen auf der Karte, wo Truhen sind. Wow. Wir würden Stachelkugel ausreichen. Und dafür alles andere weghauen. So her, ja, sehr schön. So. Dort haben wir schon mal eine Truhe mit etwas drin. Nicht viel, aber etwas wenigstens. Sind schon mal bei fast 500 Gold, was nicht gerade viel, besonders viel ist eigentlich. So, den beiden konnte ausweichen. Auge weg. Skelett weg. Magier weg, bevor er feuert. Und da einsammeln. Dort oben ist ein Fragezeichenraum. Den können wir uns ja auch mal gleich angucken. Wenn das Skelett weg ist. Ja, und Hähnchen, das wir nicht brauchen, aber wir sammeln es trotzdem auch. Lieber Gold. So, und hier sein. Oh ja, den heben wir uns definitiv auf. Den brauchen wir nämlich im Augenblick noch nicht. Eher das da loswerden. Und nach oben gucken, da sind viele Truhen. Ja. Jetzt hier wieder rauskommen, so. Und genau hierfür können wir ihn jetzt benutzen. Kriegen wir 23 Lebenspunkte wieder zurück. Töten wir den Zombie. Die Guardbox wegmachen. Nächste Truhe. Noch mehr Gold. Ja, man sieht schon, dass mit denen zu wissen, wo Kisten und so sind, ist praktisch. Außer man ist in so einem Raum jetzt, wo man nicht an die Kiste rankommt. So. Lieber hier hochspringen. Hier geht's noch mal, ja, oder? Ja, hier geht's nach Maya. Hier gehen wir mal schnell durchgerannt. Wow. Aua. Und der hat uns gleich getötet. Ah. Gut, suchen wir uns einen neuen. Da ist schon wieder gleich ein Spelunker. Mit Nostalgica.
Ach, nehmen wir einfach den. Moment bitte. Sorry Leute für die Unterbrechung, aber irgendwer meinte mich mal wieder anrufen zu müssen mitten in der Aufnahme. Was hier zum Glück nicht allzu häufig. Gut, wo waren wir? Also wir können ein Spelunker mit Nostalgie und EDS auswählen. Einen, der von Schicken aufgefriegt wurde, und eine Barbarian Queen. Ich würde sagen, ich nehme den mit Nostalgica, weil Nostalgica habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Von dem Geld, was wir haben, mehr Lebenspunkte. Und ich würde sagen, mehr Traglast. Und ja, so sieht Nostalgica aus. Genauso wie am Anfang im Intro. Im Prolog. Also, dann machen wir es so wie gerade eben auch. Wir versuchen, Räume mit Ruhen zu finden. Und uns nicht umbringen zu lassen dabei. So, gehen wir erst einmal nach oben. Da oben gibt es nämlich ein paar Truhen. Mach ich die Kiste kaputt da? Und doch, nö. Das ist immer wieder das so ein Ding durch. Wir haben es gerade geschafft. Und dann will ich in den Raum hier zu. Die Magier loswerden. Und hier runter. Und die Stacheln in die Füße kriegen. Macht doch Spaß. Gleich nochmal deswegen. Oh, da war ein Ding was. Das ist natürlich gleich erwischt. Aber wir erwischen ihn auch. Stacheln sind böse. Das gibt's doch nicht. Das war blöd gelaufen. Was haben wir diesmal? Ein Spelunker mit Kurzsichtigkeit und Elektrophobia. Ein Paladin, der nichts kann. Und ein Licht, der klein ist. Ich würde sagen, ich probiere es mal mit dem Paladin. Und mit dem Geld, was wir haben, gucken wir mal, ob wir uns was Schönes kaufen können. Hier beim Schmied schon mal nichts. Können wir uns bei ihr was kaufen? Ah ja, noch eine Vault-Rune wäre nicht schlecht. Ventilation-Rune, hier haben wir nichts. Hast-Rune, nö. Da geht jetzt ein Haufen Geld an Sharon. Und ja, dieses Nostalgica macht es einem echt schwierig, sich richtig zu konzentrieren. Wow. Das Paladin hat jetzt zum Glück. Wow. Ich wollte runter, nicht mehr. So. Haben wir zum Glück genug Lebenspunkte oder Stärke, um hier vielleicht mal ein bisschen mehr reißen zu können. Und Hühnchen. So, den da und den da ausschalten. Hier ist das Auge da unten. So, das ist wieder mit Blut bestückt. Und dann das Auge da. Also machen wir uns mal auf in Richtung Wald, würde ich sagen. Oh, no. Das war nicht so schlau.
da direkt neben dem zu stehen. Und in den Zombie zu springen war auch nicht schlau. Aber wir haben schon mal mehr Gold zusammen als im letzten Jahr. Und ich muss ehrlich sagen, hier geht es weit runter. Deswegen gehen wir mal in die Richtung als erstes. Wow. Töten die beiden da und springen noch zum Schluss in die Flammen rein. Und gleich nochmal, weil wir ja so schlau sind. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Schloss ist ziemlich verwinkelt. Da unten sehe ich noch einen... was. Den wir wenigstens mit einem Schlag töten können. Oh, die Kuchen hier. In Richtung Wald geht es wohl da lang. Und nein, den großen Teleporter meide ich immer noch. Das ist ein Dummes. Obwohl, ich kann euch mal ja zeigen, was der rote Teleporter macht, wenn wir schon dabei sind. Er teleportiert uns ins Maya-Gebiet. Aber den wir nicht lange überleben werden. Komm. So. Oh Gott, ein Doom Trade. Die schleudern ja mit. Warte, Bäuschen. Pyrit? Nein, gehen wir lieber runter. Oh, da sind wir schon wieder im Schloss, Gott sei Dank. Können wir hier unsere Lebenspunkte wieder auffüllen. Wow. Mit deiner Schockwelle kannst du wegbleiben, du auch. Da oben töten, da sind wir schon wieder an der Stelle hier. Gehen wir mal von hier unten aus in die Richtung. Ja, was auch immer dieser Raum gut ist. Oh, das ist ein Secret-Raum, sehe ich gerade. Ace-Tone fürs Schwert. Nicht unbedingt. Okay, das war ein etwas stärkerer Ritter. Und das war ein Sprung in die Stacheln. Ja, man merkt, dass es blöd ist, dass ich keine Dash-Rune mehr habe. Für sowas hätte ich die gerade gut gebrauchen können. Erstmal will ich hier oben gucken. Das hier ist was der Geld. Und da unten ist eigentlich sowieso nichts. Dann würde ich sagen, geht's wieder nach hier oben. Nein, noch eins höher. Und hier entlang. Hier runter nämlich. Oh, ein Tagebucheintrag. Mal wieder. Journal Entry 4. Alles an diesem Schloss ist seltsam. Ich kann meine Schritte nicht zurückverfolgen und da es gibt keine Sonne und keine Sterne, die mich führen. Ich finde mich, also er sagt, er redet darüber, dass er oft wieder an alte Stellen zurückgeht und dass er eine Karte zeichnet von seinem Fortschritt und dass er im Kreis geht. Und er hat bei den Überresten von anderen Abenteurern Karten gefunden, die ihn irgendwie nicht stimmen. Die ein anderes Schloss beschreiben müssen. Und dass vielleicht dieser Ort ihn verrückt werden lässt. Oder dass sich die Steine wirklich unter seinen Füßen bewegen. Und sich das Schloss verändert.
Ja, das tut es tatsächlich. Okay, hier müssen wir ins Werk sein und hier lang geht's zum Maya-Gebiet. Da will ich nicht unbedingt wieder hin. Ich will jetzt erst einmal in Richtung Wald. Nein, nehmen wir den unteren Weg. Also hier lang. Dann können wir nämlich mal hier unten lang gucken. Und wieder ein Raum mit Stacheln. Und Gegner, die nicht so schnell sterben wollen. Stirbst du schnell? Nein. Du stirbst auch nicht schnell. Und da kriege ich die Stacheln ins Gesicht, die ich gar nicht rauskommen. Das wird jetzt nichts. Weil der Raum war für die Katze. Hier hoch, bitte. Und da hat sich der... die komische Stahlkugel von selber aufgelöst. Aber das war zu mutig. Das lief besser. Und hier geht es tatsächlich in den Wald. Sehr schön. Können wir die töten? Scheint nicht der Fall zu sein. Und hier sind wieder eine Menge Augen. Und die hier, aber die scheinen in deinem Schlaf zu sterben. So, du auch. Aua, das war nicht so wie. Nicht so wie ich wollte. Stirb. Kann man die auch gut töten, zum Glück. So. Ja genau, ihr gebt mir Leben zurück. Und da unten ist eine Truhe. Sehr gut, dann können wir uns die mal angucken. Vorausgesetzt, die Hunde lassen sich am Leben. Okay. Nein. Mist. Naja, gut. Wenigstens haben wir einen Haufen Gegner getötet, aber kaum Gold gemacht. Der Run war auch nicht so erfolgreich. Mal kurz gucken, was können wir als nächstes? Eine Barbarenkönigin. Ein Paladin und noch eine Barbarenkönigin. Gut, bevor wir uns jetzt für einen Erben entscheiden, mache ich erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.